Servus, da sind wir wieder. Heute mal ohne Moped. Mit einem Moped. Digital. Das Teil hätte ich nur so schwer in den Flieger gebracht. Die steht immer noch im Mugello auf dem MotoGP-Track. Ja, wir hatten euch ja versprochen, beim MT10-Film, der läuft ja schon, dass noch etwas über die R1M kommt. Weil der Kollege hier ja eingeladen worden ist, die R1M in Mugello zu fahren. Ja, wie soll ich sagen, der Job ist hart. Irgendwer muss ihn machen. Nein, danke an dieser Stelle Pirelli und Yamaha und Herrn Alex Gramini, weil der hat mich ja quasi eingeladen, nach Mugello auf dem MotoGP-Track ein bisschen Kreis zu fahren. Bei der ganzen Geschichte ging es um Oldschool Racing vom Alex Gramini. Was heißt das Oldschool Racing und wer ist überhaupt Gramini? Oh, Alex, hör weg. Da darfst du dir nichts bei denken. Alex Gramini war 125er Weltmeister 1900. Also es sind schon Verbrennungsmotoren gewesen. Nein, irgendwas 1990 rum. Sorry, Alex. Ganz schneller Mann. Ohne Witz. Und Italiener, sehr unterhaltsam. Und er hat eine Rennfahrerschule gegründet. Eine echt sinnvolle Geschichte. Und die nennt sich Oldschool. Oldschool Racing. Ja, dabei macht er Videoanalysen von den Fahrern. Es sind immer nur 5 Teilnehmer. Ja. Das ist sehr cool. Und die fahren alle dann auf einer R1M. So sieht's aus, auf einer R1M. Das ist ja hart. Ja, das ist mal die geilste Schulbank des Universums, würde ich sagen. Also das, bei dem Ganzen handelte es sich ja um ein Videoprojekt für Pirelli, um mal so ein bisschen auf dieses Oldschool Racing, was Pirelli mit unterstützt, noch hinzuweisen. Und warum wurdest du ausgewählt? Also wie hat das, das weiß ja jetzt noch nicht jeder, ja? Also die Idee, man nehme mal 5 ganz unterschiedliche Fahrercharaktere aus 5 verschiedenen Ländern. Und so kam es dazu, dass ein Italiener, ein Engländer, ja geil, ein Spanier, ein Deutscher, meine einer, und sogar ein US-Amerikaner, ja, wurden eingeflogen, um an diesem Schulprojekt teilzunehmen. Wie gesagt, also man nehme 5 gaskranke Köpfe und stecke sie auf den MotoGP-Track von Mugello auf R1Ms. Die Idee dabei war, dass schon Fahrer da hinkommen, wenn ich das richtig verstanden habe, die ja schon eine gewisse Geschichte auf der Rennstrecke, eine gewisse Zeit auf der Rennstrecke verbracht haben, also die schon was können, aber noch ein bisschen mehr lernen sollen vom Herrn Gramini, oder? Genau, so war das. Wie gesagt, es gab 1, 2, die waren ein paar Mal auf der Rennstrecke. Wir hatten einen dabei, der Italiener, der in der italienischen Crossmeisterschaft ganz dolle mitwirkt. Die Cross. Aber irgendwie noch nie auf der Rennstrecke unterwegs war. Ich glaube, der hat sich hart getan, auf dem Asphalt zu bleiben und nicht im Kies. aber es haben ihm erklärt, wo er sich aufhalten soll. Und dann, wie gesagt, 2 Jungs, der Italiener und ich, die dann doch schon deutlich mehr Rennstreckenerfahrung haben. Und das Schöne war, und das ist das Tolle am Alex Gramini, dass er wirklich auf jeden eingeht und ihn an seiner Stelle abholt, wo er gerade steht, seines Könnens, und ihn dann weiterbringt. Und da muss ich sagen, ich hatte ein bisschen Vorurteil, ich kann doch schon alles, was will jetzt dieser kleine Italiener mir erzählen. Danke, Alex. Er hat mir dann wirklich ein paar Dinge an den Videos gezeigt und ich sag, boah, aha, das geht noch besser. Also die Videoanalyse. Die Videoanalyse war Bombe. Ja. Und ganz, ganz geiles Ding. Wir gucken mal, ob wir den Obi da mal irgendwie mit reinschleusen. Ich kann doch schon alles. Ja, genau. Und deshalb, dann kannst du mal dem Alex zeigen, wo es lang geht. Ja, und wie war das? Du bist dann mit dem Gramini da rausgefahren und der hat dich gefunden und seid da wieder reingefahren, oder wie? So sieht's aus. Raus, 2 Runden Attacke, wieder rein. Das ist so sein Plan. Nicht zu viel fahren, sondern wirklich konzentriert 2 Runden und dann die Analyse. Also mal ab von diesem Schulsystem, was in Italien echt geil ist. R1M. Eine Waffe, oder? 200 PS, 200 Kilo vollgetankt. Das heißt, wenn der Tank halb leer ist, dann hast du mehr Leistung, als das Fahrzeug Gewicht hat. Das ist doch der Hammer, oder? Ja, also die Zahl hatte ich jetzt vorher gar nicht so im Kopf. Ich wusste nur,
wenn du rechts drehst, da geht was. Carbon-Vollverkleidung. Serie. Ja, die R1M gibt es ja jetzt nicht so als wirklich taugliche Massenware. Die wird in sehr kontrollierter Stückzahl gefertigt. Die muss man online vorbestellen, glaube ich. Online vorbestellen und primär für Rennteams. Ist dann auch mit allem, was geht. Außer, was mich überrascht hat, Yamaha, was los? Kein Blipper. Ja, Schaltautomat schon, also raufschalten funktioniert. Okay. Blippern, nein. Ich habe den Alex gefragt, oh, warum nicht blippern? Er meint, Yamaha findet, dass die Technik noch nicht so ausgereift ist, um das wirklich High-End auf den Track zu bringen. Es hat mir jetzt nicht Mörder gefehlt, aber wir hatten es ja bei der BMW S1000 und es macht einfach Laune. Ne? Also, aber gut, da können wir drüber wegsehen. Ansonsten hat das Ding wirklich alles. Elektronisch einstellbares Fahrwerk. Konntest du dich mit dem Fahrwerk ein bisschen... Ja, und das war auch echt interessant, muss ich sagen. Also die R1 an sich fahren ist der Motor, wir haben sie aus der MT10 schon, also unbedingt mal reinschauen, auch auf den Film. MT10, dieser Big Bang Motor. Ja, Crossplane. Crossplane ist Mörder. Sound gigantisch, Fahrkultur Hammer. Die Geometrie von dem Bike ist ähnlich einem Supersportler, also genau meine Welt. Schön klein, kompakt, super handlich, eher so wie RS V4 anstatt so S1000. Also das hat mir alles super getaugt. Einzig, und jetzt sorry, dass ich das sagen muss, aber das elektronische Fahrwerk war jetzt nicht ganz meine Welt. Also warum nicht? Ja, ich habe auch erst gedacht, was los, Jens? Die Hitze, wir hatten 38 Grad. Ich hatte kein Vertrauen zum Vorderrad. Ja. Jetzt war es eine Pirelli-Geschichte, jetzt wollte ich natürlich auch nicht gleich am zweiten Turn sagen, ey Leute, was ist denn mit dem Reifen los, ne? Dann hält's meinen Ball flach. Bis ich dahinter gekommen bin, es ist dieses elektronische Fahrwerk, speziell die Gabel. Die arbeitet, ohne dass du es merkst, und reguliert permanent. Also. Das heißt, sie stellt ständig Zugdruckstufe. Ganz genau, da hast du quasi den Obi-Fahrwerkspezialisten permanent an Bord, der klick, 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 klick macht, irgendwie zigmal pro Sekunde. Das funktioniert schon Hammer, aber als Racer muss ich sagen, möchte ich halt spüren, was das Vorderrad macht. Und wenn ich eine statische, nenne ich es mal, Einstellung habe, dann spüre ich natürlich irgendwann, oh, jetzt kommt der Grenzbereich. Und deshalb, und wie ich das dann wusste, daran liegt es, dass mir das Gefühl für den Vorderreifen fehlt. Ja. Da habe ich dann mich auch getraut, okay, halt damit rein. Es war ja nur ein Tag. Und es zeigt sich auch, dass also in allen Top-Rennsportklassen, gerade die Gabel getauscht wird gegen konventionelle Gabel. Also wirklich, die ich einmal statisch einstelle. Weil das wahrscheinlich anderen Rennfahrern genauso geht, dass sie gerne spüren, was das Vorderrad macht. Ganz genau. Und ich denke, dass da der Otto Normale schon ganz gut mit bedient ist. Es ist eine coole Sache. Und wenn ich damit eigentlich auch über die Landstraße baller und zwei, drei Mal irgendwie auf die Rennstrecke gehe, okay. Wenn ich mir dann jetzt vorstelle, dass ein Nicht-Rennfahrer auf die Rennstrecke geht, der sowieso schon sehr viel mit sich selbst zu tun hat und der dann auch noch das Vorderrad nicht so ordentlich spürt, weiß ich nicht, ob dem damit mehr geholfen ist. Ne? Ja, weil ich denke, der autonome Hobbyfahrer, der gar nicht so in diesen Grenzbereich kommt, bis dahin wird er damit gut leben können. Die Gefahr ist natürlich im Grenzbereich und da kommt er vielleicht mal hin, ungewollt, weil ein bisschen spät dran, da fehlt dann das Feedback. Pro, Contra. Mir persönlich als eher Racer würde ich mich einordnen, gefällt es besser, wenn ich merke, was vorne passiert. Bei der Gelegenheit, ja, was passiert? Die Reifen, wir durften den brandneuen Pirelli SC3 Superbike Slick testen. Ein Tag nach dem Jetto gechattet, ja. Und da muss ich sagen, Pirelli ist, man weiß es, State of the Art, ist Erstbereifung für die Superbike WM. Und dieser SC3, da ist die Idee gewesen, Reifen zu liefern, der wirklich für Track Days, für Hobby Racer und der vor allem ein ganzes Wochenende durchhält. Und da muss ich sagen, also wir hatten 38 Grad, haben einen Tag wirklich geballert. Auch immer, zwar immer nur diese zwei schnellen Runden, aber rein, Videoanalyse raus. Also wir haben Meter gemacht. Am Ende war das immer noch ein Babypopo. Ja, also, und er der hat... Reifen. Ja, mein Popo war nicht mehr Baby. Der war fertig nach dem Tag, ey, ich sag dir. Ab in den Pool. Also, Pirelli SC3, Superbike Slick, da kommt was auf Hobby Racer zu. Damit kann man echt gut arbeiten. R1M, es war schon was Besonderes, muss ich zugeben. Allein dieses Gefühl, auf einem der handverlesenen Bikes zu sitzen. Die hat ja Sensoren drin, die dreidimensional messen. Ne? Dadurch ist Schräglagen-ABS möglich. Und was hat sie noch? Flight Control. Ja, das ist was Besonderes. Ich
persönlich, ich bin ja immer nicht so dieser ganz Technik-Freak, mich da reinzulesen ist mir immer zu lästig. Ich hätte Zeit gehabt, aber ich habe lieber beim Flieger aus dem Fenster geguckt. Geil ist, du setzt dich drauf und es funktioniert. Wir haben dann auch mal vor Ort, da haben wir die Mechaniker vom Herrn Gramini da auch schnell geholfen, haben wir mal ein bisschen die Einstellung verändert, die Mini-Control ein bisschen runter und so weiter. Launch-Control hat sie. Launch-Control hat sie, aber wir haben keinen Raketenstart gemacht diesmal. Also interessant war, man spürt wirklich was. Wenn du die Wheelie Control zum Beispiel rausnimmst, ja, dass sie ruhig mehr steigen darf, aber hast du mehr Vortrieb? Und so kann man sich daran tasten. Es war ein Tag und selbst da hat sich schon was getan. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, mich mit so einem Bike wirklich länger zu beschäftigen, dann hast du da Potenzial, wie wir es ja schon bei der S1000 gemerkt haben. Elektronik ist halt heute, weil ich vor gefühlten 150 Jahren hast du irgendwie Vergasernadeln umgangen. Heute spielst du am Computer. Aber darüber kommt jetzt Zeit und Fahrgefühl. Und ich war geflasht, es war Mörder. Ich hoffe auch, dass wir da nochmal Hand anlegen, dass wir uns vielleicht doch nochmal eine R1 von Yamaha irgendwie unauffällig unter Nagel reißen, wenn gerade keiner guckt. Und euch das Thema nochmal näher bringen. Da bleiben wir auf jeden Fall dran, würde ich sagen, oder? Ja. Zumal der Obi, ich habe ihn jetzt angefixt. Also er muss da schon auch nochmal bei. Also wir bleiben dran, aber du musst natürlich auch dranbleiben. Ne? Weil das nächste Projekt steht ja auch schon wieder in den Startlöchern. Also YouTube-Kanal abonnieren und ja. Instagram, Facebook. Ja, das größte Messer aus der Schublade holen, zwischen die Zähne und ab geht's. Wir sehen uns. Servus. Eine kurze Hose habe ich dabei. Also, erster Weg hier in so einen italienischen Designerschuppen. Na, wie wär's damit? Ich schaue noch mal ein bisschen, okay?